einem leeren Blatt oder vor einem leeren Monitor heutzutage eher und man quält sich. Kein Wort scheint in diesem Moment wirklich zu passen für das, was man sagen will. Und alle Sätze scheinen irgendwie schon mal benutzt, alle Geschichten erzählt. Wie schwer muss Schreiben erst sein für Menschen, die nie einen einfachen Zugang zu Bildung, zu Buchstaben und Büchern hatten? Arthur sagte, nachdem er eine Mandarine 5 Zentimeter über den Tisch zu Tekla geworfen hatte, das war ziemlich heldenhaft. Keine Angst, Kameraden, die Ferien kommt. Carsten, du bist mein wahrer Lehrer. Jule, du stinkst mich. Ich bin kein Diebstahl. Das ist hinreizend. Carsten, du hast uns aber ganz schön erschrockt. Das klappte wundergut. Arthur fragte Carsten, warst du schon mal in der Kirche in Notre Dame? Carsten antwortete, ja. Arthur sagte, du bist genau wie Quasimodo. Notre Dame darf nicht runterfallen. Arthur hat gelacht und wollte gar nicht lachen. Und dann hat er gesagt, Lachen macht deinen Mund zu. Mein Schnupfen kitzelt auf meiner Nase. Carsten, sagte zu Arthur, komm Arthur, wir gehen jetzt in die Klasse. Arthur antwortete, ja, Euer Hoheit. Wenn man Stinkekäse anfasst, habe ich dann ein Stinkefinger? Wir schmecken alle gut. Da ist diesen Muskel in diesem Pudding. Allerliebste Tekla, ich bin süchtig nach dir. Flachkopf. Ein Flachkopf ist ein Dummkopf. Ich habe keinen anderen Kopf. Heilige Donauwelle. Heilige Ding-Dong. Mein Premiere-Rosen-Pinguin.